Ich habe hier noch zwei Karten. Das sind die Karten aus der Wahlarena, wie ihr seht, direkt. Wir haben uns vorgenommen, dass wir jetzt hier auf der Rückfahrt noch ein paar Videos machen zu den Punkten, wo ich nicht dran gekommen bin, weil ich nicht unhöflich sein wollte und dazwischen grätschen. Ich hätte eine Menge zu sagen gehabt, habt ihr ja mitbekommen, einmal habe ich es auch gesagt, weil ich bei Inklusion, weil ich bei Schule, weil ich bei Kitas nicht so dran gekommen bin, wie ich das wollte. Da machen wir jetzt nochmal ein, zwei kleine Videoclips, damit ihr wisst, was ich da gesagt hätte. Also, erster Punkt, Inklusion. Ja, wir sind viel zu spät dran. Ja, wir hätten viel mehr Geld in die Hand nehmen müssen. Ja, das hätte alles viel besser ausgebaut werden müssen. Aber die kleinen Parteien gucken nach vorne und nicht nach hinten. Wir werfen uns nicht die alten Fehler vor. Und von daher, ich war vor zwei Tagen auf einer Podiumsdiskussion von einem Verein, Gemeinsam Leben, Gemeinsam Lernen in Düsseldorf, wo es darum ging, das Hauptargument, das hat mich sehr berührt, von Eltern, die Kinder mit Down-Syndrom haben, die gesagt haben, wenn wir alle Kinder als Besonderheit sehen, wenn wir alle Kinder individuell wirklich fördern wollen, wenn wir das Kind in den Mittelpunkt stellen, dann dürften wir eigentlich nicht mehr trennen zwischen Schule und Förderschule und zwischen Pädagogen und Sonderpädagogen, sondern dann wird wirklich jedes Kind gefördert, einzeln, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, dann haben wir kein Problem mehr mit Hochbegabten, dann haben wir kein Problem mehr mit Inselbegabungen und so weiter. Was wir brauchen, ist tatsächlich eine, die FDP sagt immer so schön, Entfesselung. Was wir brauchen, ist mehr Lehrer, das heißt, die Studiengänge müssen geöffnet werden. Dann brauchen wir 3, 4, 5 Jahre, um genügend Lehrer zu haben. Wir brauchen die Weiterbildung für Lehrer, die jetzt schon an den Grundschulen, an den weiterführenden Schulen sind. Und wir brauchen Quereinsteiger, damit wir kurzfristig von diesem Lehrermangel wegkommen und von diesem Unterrichtsausfall wegkommen. Und dann schaffen wir auch die Inklusion. Denn Inklusion, und das habe ich mir aufgeschrieben, Inklusion ist am Ende eine Einstellung, und zwar eine Einstellung der Menschen in unserem Land. Wenn wir wirklich Inklusion wollen, dann ist das auch bezahlbar und dann ist das eine Priorität und dann nehmen wir dafür zur Not auch Schulden auf und investieren in die Köpfe unserer Kinder. Ein Satz noch, Frau Kraft hat gesagt, wir und die Linke, wir wären gegen die Schuldenbremse. Das ist nicht richtig. Wir sind nur für eine Ausnahme bei der Schuldenbremse und zwar im Bereich Bildung. Kinder und Bildung sind so wichtig, dass in dem Bereich die Schuldenbremse im Grundgesetz eine Ausnahme braucht. Und dafür stehen wir als Piraten in NRW.